Hallo bei Kung Fu Fitness Snackbite. Kung Fu Commander Lee Funk ist online. Nehmen wir jetzt aufgeben, nehmen wir jetzt gratulieren. Das Wetter ist heute nicht so perfekt, da fängt auch an zu regnen. Aber ich wollte offiziell mit euch den neuen Kanalnamen einwählen: Kung Fu Fitness Snackbite. Yeah. Und möchte ich noch was dazu erzählen? Von Auge zu Auge. Die Auge der Schlange. Ja, ja, ich habe damals auf mein Bauchgefühl hören sollen. Zumal ganz beim Anfang hieß der Kanal NWOWG. Ja, auf angelehnt auf die Wrestling-Liga, die es damals in den USA gab, NWO. Nur World Order. Und wollte viel über Wrestling machen und so. Und dann ist der Kanal, hat sich dann in eine andere Richtung entwickelt. Und dann habe ich gedacht, okay, Kung Fu Fitness. Und ich habe eigentlich entweder Lifestyle oder Family. Und ich hätte mich für Family entscheiden sollen, wäre besser gekommen. Aber Lifestyle war damals in aller Munde und ich wollte auch einen anderen YouTuber trickeln. Und habe halt den Namen dann so übernommen. Und das war ein großer Fehler. Erstmal war, weil ich 2 Jahre in seinem Schatten war, obwohl ich nur ein Wort übernommen habe und von dem eigentlich nichts kopiert habe. Und ja, aber wenn ich mal eine Sache gemacht habe, das hat der eine Name, das eine hat Wort gelangt, als er in seinem Schatten war. Ja. Und von daher hätte ich mich damals für Kung Fu Fitness Family entscheiden sollen. Gut, in dem Sinn, weil ich mal eine Sache gemacht habe und kreativ war und eine Idee gemacht habe und auch einen ganz anderen Kampfstil habe, hat sich ja dann schnell bewiesen, dass mein Kanal eine ganz eigene Richtung ist. Und deswegen hat sich Kung Fu Fitness Lifestyle als Eigenheit sich dann etabliert. Kann mit dem Lifestyle-Begriff nichts mehr anfangen und hat auch nichts mehr mit schon Ewigkeit, muss ich sagen. Hat es mit mir und euch nichts mehr zu tun. Obwohl Kung Fu Fitness Lifestyle schon als eigenen Kanal und als eigene Entität schon bekannt war. Hallo. Und als eigene Entität bekannt war und als Eugenheit bekannt war und als Indikat für sich. Aber ich wollte was ein neuer Name zusätzlich an, wo mehr reinhaut, wo mehr Stimmung macht, wo unser Charakter widerspiegelt. Und es ist Kung Fu Fitness Snackbite, ihr Freunde. Ja. Und die bei Kung Fu Fitness Lifestyle in der Hall of Fame gekommen sind, die sind immer noch in der Hall of Fame, auch wenn sich da ein Wort in meinem Kanal noch einmal geändert hat. Ja. Und sonst machen wir ein bisschen Kung Fu Fing Chong. Ja. Man wird nur besser, wenn man 100.000 Mal die Technik übt. Ja. Und die hat mir der letzte Mal geschrieben, den ich kenne. Aktuell hat er seit vielen Jahren meinen Kanal nicht verfolgt. Bevor ich meinen Kanal gemacht habe, war ich schon gut unterwegs. Und ich habe mich in den letzten Jahren verbessert. Ja. Immer jedem Schreiber, die kennen nichts, ist nichts anderes einfach als die standhaftmäßige Parole von Dummköpf, wo der eine oder andere dann kopiert mit leeren Inhalten. Ja. Weil die viele YouTuber, die hier unterwegs sind, die kennen was. Ja.
Ja, weil ich mir auch noch darüber geschrieben hat. Ja, also ich habe einen anderen YouTuber, der jetzt gerade neu ist, super Bodybuilder ist und super Meinungslogger. Dann habe ich was geschrieben, oder ging es irgendwas um das Thema Leistungsbereich. Mir schreibt dann einer, ja, ich hätte nichts kennen. Guckst auf seinem Kanal, dort null Clips. Ja, was soll denn der Schwachsinn, weißt du? Soll er mal zeigen, was er kann. Aber es sind halt, die will er eigentlich nur Tricks. Die meinen das nicht mehr so. Aber was, auf was so YouTube dann sich in Zukunft bezieht, Leute, die sich gegenseitig untereinander mitschreiben können oder mit Clips dreht. Ja, also, wie schon gesagt, ich nehme es nicht. Ich weiß, was ich kann, wer ich bin und wo ich wohnen will. Und wenn die Leute mal sehen, wie ich trainiere oder meine Clips mal richtig angucken, hör irgendwie mal einen Clip vorbei, haben wir angeguckt und denkt, das ist dann seine Meinung und so, dass ich mich in der Zeit auch entwickelt habe. Ich habe im letzten Clip auch einen Bruchtest gemacht von gestern, dabei 15 Minuten und 52 Sekunden. Der war schon krass. Ja, und ich mache viele krasse Clips. Und du weißt auch gar nicht, was für Geisteskinder das sind. Das wäre so, wie wenn du trainierst, hey, ich war voll den Kanal gemacht und war schon krass unterwegs und habe schon viel gut können. Und in den letzten Jahren habe ich noch weiterentwickelt und wollen wir noch weiterentwickeln. Und es macht der Spaß, die Leute so zu googeln, dass sie entwickeln auch Spaß am YouTube haben, nicht irgendwelche Mist verkaufen wollen nur. Und das soll doch eigentlich was Positives auf der Welt mitgeben. Da kann man sagen, guck mal, der hat sich von da und da zu uns entwickelt, der entwickelt sich noch. Da ist doch für euch der Anreiz zu motivieren und zu sagen, ja gut, wenn der sich entwickelt, wenn ich ins Dojo gehe, entwickle mich auch. Ja? Und das soll ja auch ich den Ansporn geben bei Kung Fu Fitness Snackbite, dass ihr euch auch selber noch entwickelt und aus euch selber noch was macht. Und das ist halt, das soll halt auch das Message sein an euch. Und wenn man halt negativ drauf ist und selber nichts möchte und eh Mist drauf ist und den ganzen Tag Scheiße findet, auch wenn man sich selber morgens im Spiegel anguckt, klar hat man dann eine scheiß Einstellung ans Internet, man guckt sich die Clips auch nicht mehr an, man schreibt halt einfach, du kannst doch nichts. Ja. Wobei man das nicht mehr recht bewerten kann. Wahrscheinlich ist das Spiegelbild von geistlicher Augen, ne? Weil man sich selber so empfindet, da muss man schlecht fühlt, muss man andere Rat sehen, dass der sich auch schlecht fühlt. Statt man einfach sagt, ich sehe die Welt positiv, ich sehe mich selber positiv, ich sehe andere positiv. Ja, aber die Leute sind doch auch irgendwo geistlich, kannst du irgendwie nicht vollnehmen. In Vietnam und in Thailand gibt es Fangemeinschaften, die meine Leistung auch gut, perfekt finden und gut findet, weil es weit ist von perfekt. Aber meine Leistung ist gut und ich bin in vielen sehr, sehr, sehr gut und in vielen muss ich noch lernen und es gibt auch Sachen, wo man noch entwickeln muss. Aber dann nehme ich mit auf den Weg und ich sage, ich gehe selber Natur raus, ja, gucke meine Clips an, aber gehe auch selber Natur raus. Gucke meine Clips an, aber gehe selber in die Gyms und in die Dojos und in die Fitnessstudios und mache das auch selber. Ja. Und ich nehme euch mit, ja, weil ihr seid der Teil in meinem Kanal und hier lebt Kung Fu Fitness Snackbite. Ja, let's go. Kevin Wolder, Feiri, der möchte jetzt ein Ganzkörper-Tattoo, finde ich echt krass. So ein Ganzkörper-Tattoo kommt mit seinem, hat ja viel mehr Muskeln wie ich, obwohl ich gute Muskeln habe, aber der ist ja ein Muskelberg. Und da kommt halt so ein Ganzkörper-Tattoo ganz anders rüber und ich finde es gut, er lässt sich, glaube ich, von der. Bin mir nicht sicher, sind sie erfahren, von denen lässt er sich tätowieren. Ich finde krass interessant, wie sie sich entwickelt, bin immer gespannt. Und finde echt krass, dass das der Kevin Wolder macht und bei dem Kanal geht es auch richtig ab. Ich wünsche euch was, Zeit 10, liebe Freunde. Boah, ich komme nicht mehr hoch.